Sexbeziehung mit 15. Ich gebe die Hoffnung auf. Ja, Jungs, da ist das Video. Da ist das Video, wonach ich gesucht habe. Sexbeziehung mit 15. Let's go. Komm, Verein, Typ. Das ist doch genau das, was euch interessiert, Jungs. Ja, willkommen zu einer neuen Reaktion auf dem YouTube-Kanal Kevin. Lasst schon mal ein Like da und ein Abo, wenn euch das Video gefällt. Und wir gehen rein. Ja, aber eigentlich ja. Aus Bodensee, Verein-Typ. Leute, also, Ich genieße mein Single-Leben. Ja? Ich genieße mein Single-Leben. Er meinte, ich hätte wohl Bilder an gewisse Jungs geschickt. Stell dich mal vor. Hallo, ich heiße Shirin, bin 17. Shirin? Kannst mal Andreas, du weißt Bescheid, ne? Ja. Du? Virginia. Wie? Virginia. Oh, Bruder, die ist ja richtig abgefuckt. Wie war... Bro, chill doch mal. Du weißt Bescheid, ne? Ja. Du? Boah, guck mal. Mal bitte, guck mal, Bruder, bitte. Andreas, du weißt Bescheid, ne? Ja. Du? Virginia. Virginia. Wie? Virginia. Virginia, Alter, hör doch zu, du Arschloch, Alter. Wie war dein Tag heute so, Virginia? Super. War? Voll so. Ja, mega, Alter. Jetzt verpiss dich, Junge. Du siehst gar nicht so aus nach super. Ja, ist aber so. Ich bin L. Ja, ich hab total gute Laune. Was laberst du für eine Scheiße, Alter? Ich bin 15 Jahre alt. Was machst du hier am Alex? Ich muss noch ein Geburtstagsgeschenk für eine Freundin kaufen. Die macht einen sympathischen Eindruck, ne? Wie gesagt, die ist 15. Ich meine damit nicht sympathisch. Ich will die küssen oder so, sondern einfach nur im Gegensatz jetzt zu der macht die einfach einen netten Eindruck. Als könnte die, ne? Ganz kurz, okay? Wie läuft's bei dir so mit Jungs? Gut, würde ich sagen. Also, ich kann mich nicht beschweren. Wieso? Ich habe gerade jemanden und damit bin ich ganz zufrieden. Du hast jemanden, aber die seid nicht zusammen, oder was? Nee. Okay, das heißt was? Das ist so eine Art Freundschaft plus. Freundschaft plus. Digga, der hat so einen sympathischen Eindruck gemacht, ne? Ich schwöre, ich war so richtig so, guck mal, hast du eine nette, Bruder, schön, ne? Kommt ihm mit Freundschaft plus, Bruder, mit 15. Mit 15, Bro. Stell dir vor, deine Tochter 15, Bro. Bringt einen Typ nach Hause, denkst du so, ah, und ihr beide lernt euch jetzt kennen und seid jetzt zusammen. Und dann der so, nee, sind wir nicht. Du abends, Bruder, mit deiner Ehefrau im Bett hörst. Du denkst dir so, nein, was soll ich tun, Bruder? Was soll ich tun? Nach 5 Wochen, Bruder, nachdem der Typ 5-mal zu Hause war, fragst deine Tochter, ist das dein Freund? Ihr seid bestimmt zusammen jetzt, oder? Und dann so, nee, das ist ein bisschen was Lockeres. Und du denkst dir nur so, nein, du bist doch nicht so eine. Sag nicht, du bist so eine. Warum bist du so eine? Ja. 15. Ja. Also, du bist, also so ohne Gefühle, dies, das, einfach so für dich, das ist okay mit dieser Freundin. Ja, ein Glück habe ich zwei halt Söhne, ja, sei froh, Bruder, sei froh. Wie gesagt, also wir sind halt gut befreundet und da ist halt aber auch so ein bisschen mehr, deswegen. Okay, stell dich mal vor. Ja, ich bin Lenja. Ja, wie alt? 16. Hä, warum hast du so lange überlegt? Ich bin gerade 16 geworden, deswegen. Und du? Also ich bin Hannah und ich bin auch 16. Okay, was macht ihr so am Kudamm? Essen. Essen? Ja, wir haben einfach Hunger gehabt. Und dann seid ihr zum Kudamm gekommen? Ja, ist halt hier in der Nähe von der Schule so. Und wie läuft's bei euch mit Jungs so? Ja. Ja, ich wurde verlassen, frisch. Verlassen? Ja, das ist ziemlich traurig, aber kann man nichts machen. Er meinte, ich hätte wohl Bilder an gewisse Jungs geschickt, was nicht stimmt. Ja, das war der Grund oder was? Ja, ich meinte halt, ich bin nicht mehr so glücklich und dann ist er halt ausgerastet und ja. Und wie lange wart ihr zusammen? 4 Monate an dem Tag, also nicht so lange. Ja, habe ich eine krasse Beziehung, Bruder, 4 Monate. Ja, stellt euch mal vor. Warum? Könnt ihr das Thema sagen, so, worum es geht hier? Oder bist du es nicht? Na, generell so, erstmal vorstellen, so, keine Ahnung, die Fragen kommen dann schon. Aber man kann sich ja erstmal vorstellen, oder? Nein. Wie, nein? Was für ein Thema, um was geht? Ja, so Jungs und so. Ja. Thema Jungs, okay, Thema Jungs. Ja? Ja, gut, eine Frage. Stellt euch mal vor. Nee, möchte ich nicht. Bro, das ist ein YouTube-Video, wird auf YouTube hochgeladen. Also, wenn du undercover bleiben willst, alle sehen dich. Wieso war der super? Wieso nicht? Hast du dann so gemacht? Oh Gott, also. Die hat so schlechte Laune, ey. Diese schlechte Laune, die geht auf mich über, Bro. Ich sitze, ich denke mir, mein Tag war heute auch scheiße, obwohl mein Tag echt gut war eigentlich. Ich hatte einen guten Tag gehabt, aber gerade habe ich echt einen schlechten Tag. Ich bin hierher gefahren. Jetzt sitze ich hier. Ja, Mann, war aber Tag. Und bei dir? Wie läuft's bei dir so mit Jungs so? Ja, ich habe seit 2 Jahren einen festen Freund. Boah, sie hat hier überhaupt... Ich meine das gar nicht böse. Mein Gefühl sagt mir einfach nur, angenommen, die wären jetzt beide 18 und die würden beide feiern gehen und du würdest sie ansprechen. Egal, ob sie dich hübsch findet oder nicht. Wir wissen alle, worauf das hinausläuft. Hallo, nein, lass sie mal. Nein, 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 sie will nicht. Aber sie guckt, nein, ciao. Komm, geh. Ja? Ja.
Und bei dir? Ja, nicht seit 2 Jahren, aber ja, habe auch einen Freund. Hast du Erfahrung mit Drogen oder so? Ja, habe ich. Also ich habe viele Leute um mich rum, die Drogen nehmen. Ja, und du? Selber, ja, auch. Mann, weiß deinen Namen nicht, aber Mann, es fing so gut an. Es fing mit 15, Bro. Bruder, ich habe damals, macht wie ihr wollt, Jungs, aber pass auf. Ich habe damals, viele von meinen Freunden haben gekifft, viele. Ich war auch immer dabei, nicht mit Kiffen, sondern ich war immer dabei, habe mitgechillt. Und ich habe damals meinen Eltern und auch mir versprochen, ich werde das nicht mal austesten, bis ich 18 bin. Wenn ich 18 bin und erwachsen, dann teste ich es mal aus. Und ich habe immer durchgezogen, immer. Und da bin ich im Nachhinein so stolz drauf, dass ich sagen kann, obwohl meine Homies es immer gemacht haben und die waren alle cool, bla. Ich habe gesagt, so, nein, Jungs. Macht, wie ihr wollt, aber ich bin nicht so dumm und fange unter 18, wenn ich wirklich erwachsen bin und wirklich entscheiden kann. Mit 18 bist du noch nicht erwachsen, aber ihr wisst, wie ich meine, dann halt offiziell so. Dann kann ich es ja mal testen. Und ich hab's getestet, fand ich jetzt nicht so krass, aber macht's nicht in jungen Jahren, ist einfach nur dumm, Jungs. Also wirklich, ihr Kiffen macht auch dumm. Kiffen macht auch dumm, weißt du, wenn ihr gerade in einer Entwicklungsphase, lasst am besten einfach wirklich die Finger von Drogen und besser ist das. Besser ist das. Dafür ein bisschen Haschballern, wa? Keine Ahnung, wovon du redest, Bro. Und wenn ich es wissen würde, dann würde ich jetzt sagen, keine Ahnung, wovon du redest, Bro. Deswegen, keine Ahnung, von redest, Bro. Okay, was so? Also bis jetzt nur mit Gras und Alkohol. Und ich will... Der Unterschied ist, guck mal, sag ich dir ganz ehrlich, der Unterschied ist, was eins zu mir zustimmt, bin ganz klar der Meinung, die Dosis. Also wenn jemand bist, der das täglich macht, nicht böse gemeint, an irgendwelche Homies von mir, die das täglich machen, oder jeden zweiten Tag, oder jeden dritten Tag, wäre das für mich schon persönlich viel zu viel. Ich habe das so für mich gemacht, dass ich sage, Digga, so einmal in der Woche, vielleicht einmal alle 2 Wochen, oder vielleicht auch einfach mal gar nicht, sondern einfach bei krassen Anlässen, wie zum Beispiel voll viele Leute treffen sich und dann sagt man, okay, ich bin dabei. Aber dieses jeden Tag, jeden zweiten Tag, Bro, auch jeden dritten Tag, nee, Digga. Werde ich niemals machen, weil ich dafür, ich habe viel zu viel großen Respekt. Ihr Madeira kifft auch am Wochenende. Nee. Wie gesagt, ich auf jeden Fall nicht. Auch nicht ein anderes Leben. Okay, alles klar. Also. Ist ja so regelmäßig, oder? Nee, eigentlich nicht. Also, weil ich meine Schule machen möchte und deswegen... Du hast eigentlich Schluss gemacht? Nein, ich meinte halt zu ihm, ich bin nicht mehr wirklich glücklich und ob wir vielleicht ein paar Dinge ändern könnten. Dann meinte er, ja, ganz ehrlich, du hast doch eben deinen ganzen Jungs und so, obwohl ich eigentlich nicht wirklich Kontakt zu Jungs habe. Und dann meinte er, ich würde wohl, ja, anzügliche Bilder an Jungs schicken. Und dann meinte ich so, was ist denn jetzt dein Problem? Dann meinte er, ja, ganz ehrlich, such dir doch wen anderes und ja... Das war's dann. Wie läuft's bei dir? Das stimmt vor allem in der Crew, ja. Ich dachte, es wäre intelligent, bevor ich mein Polizeistudium anfange, dass ich nochmal so ein Abschiedsding smoke. Was ich nicht wusste, ist, dass dieser Abschieds... uns wurde nicht gesagt, wann der Test ist. Und auf einmal kommt der Test ein paar Tage später, Bruder. Was für ein Zufall. Also ich bin frisch getrennt, weil... Alle frisch getrennt, Alter. Ja, mein Freund hat mit meiner Freundin so was gehabt, beziehungsweise gemacht. Ja? Ja. Und hat so geschrieben, so, was wäre, wenn wir nicht zusammen wären. Und hast du nur geschrieben? Nein, aber auch so getroffen und telefoniert und also was so anzüglich. Tolle Freundin, toller Freund. Aber so eklig. Okay. Ja, und dann wollte er das so vertuschen, aber sie hat es mir dann halt erzählt. Und dann habe ich Schluss gemacht, weil es war unnötig von ihm. Frauen auch einfach wild, ne? Die Freundin von ihr macht das so mit. Die zieht so mit durch und irgendwann denkt sie so, Also übrigens wollte ich nur mal erzählen, dein Freund da, ne? Ja, widerlich. Also, ja, es war nicht geil. Sie war die Freundin. Was? Hey, ich war nicht die Freundin. Nein. Und du? Ich bin Anna. Wie alt? 20. Wie läuft's bei euch so mit Jungs? Krass, ich finde krass, dass sie 20 ist. Weil die hätte jetzt auch sagen können, sie ist 50 oder so. Ja. Gar nichts? Stehst du nicht auf Jungs? Nee. So, seid ihr zusammen oder was? Nee. Nein. Ja, erzähl mal, was soll ich sagen, ja? Seht mal ein bisschen so, keine Ahnung. Über Beziehung oder was? Worüber ist das Video? Das Video läuft schon längst. Das Ding ist, du hast dein Leben voll verpasst, Alter. Das Video läuft schon längst, du fragst, worum es geht. Ja, erzähl mal ein Das ist voll der komische Interview-Typ. Der hat ja voll dumm. Der hat voll die Ansage gemacht an sie, so einen auf. Du hast dein ganzes Leben verpasst. Was ist denn los mit ihm? Bisschen nice. Chill doch mal, Alter. Also, du stehst nicht auf Jungs, du stehst so auf. Erzähl mal. Ja. Der Typ ist mega unsympathisch. Ja, Muffel, das sagt. Was ist denn los mit dir, Bro? Gar keine. Da kommt irgendwie nicht so wirklich gute Stimmung auf. Einfach, der will einfach nur Weiber anquatschen. Ja, ich sehe Frauen. Okay, läuft so? Gut. Ja? Ja? Mit ihr läuft da was? Und habt ihr schon so Erfahrungen so mit Drogen oder so? Ja. Okay. Zu erzählen oder eher nicht so? Eher nicht so. Und du? Nein. Du willst nicht erzählen oder du hast keine Erfahrung? Beides. Boah, warum kann die sich denn nicht normal verhalten? Was ist denn, warum ist sie so sauer? Warum ist sie so abgefuckt? Was sagst du dazu? Bruder, ich hab noch nie Erfahrung, aber beides geht doch. Also, du hast noch nie Drogen genommen, wa? Nee.
Dann warum sagst du, du willst nicht erzählen? Dann sag doch einfach, du nimmst keine Drogen, fertig. Okay. Oh, weil sie Drogen genommen hat, was ist denn los mit dir? Ist irgendwas passiert oder so? Nein. Guck mal, er sieht glücklich aus. Süß, danke. Bist du immer so? Eigentlich nicht. Geht. Ich höre dich nicht wegen deiner Geht Maske. Geht so. Bist du stoned? Ich frage mich wirklich, ob er danach gesagt hat, ist es okay für euch, dass wir das euch ins Video packen? Und ich kann nicht glauben, dass die gesagt hat, ja, ist okay für mich. Sieht so aus? Wird es irgendwo hochgeladen? Wie bitte? Wird es irgendwo hochgeladen? Bei YouTube. Ja, na klar. Okay, stell dich mal vor. Ich bin Julia, 18. Chill, okay. Ich wollte ein bisschen feiern gehen. Ein bisschen feiern alleine? Ja, ich suche ein paar Freunde. Du suchst? Ja. Du bist alleine hergekommen oder was? Theoretisch treffe ich mich mit jemandem, aber ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt mit denen treffen will. Aber ich habe den neulich getroffen und vielleicht gehen wir jetzt irgendwo hin. Du bist hergekommen für einen Typ? Ja, aber eigentlich ja. Aus Bodensee, für einen Typ. Leute, also, okay, und wie läuft es bei dir so mit Jungs so? Ich bin Single. Ganz gut, keine Ahnung. Ich genieße mein Single-Leben. Ja? Ja. Habt ihr sonst so Erfahrungen schon mit Drogen oder sowas? Nein. Nein? Nein. Als ob? Nein. Wir sind ganz brave Kinder wegen Sportschule. Wir dürfen ja nicht. Auch kein Alkohol oder so? Ja, doch schon, klar, aber... Digga, als ob das nie Dings ist, ja? Als ob das keine Droge ist. Ja, okay, gut, aber... Nein, eigentlich gar nicht. Also das Ding ist so, wir sind halt Leistungssportler und wir haben wie so eine Art Vertrag. Deswegen, wir dürfen halt echt gar nicht. Wenn wir erwischt werden, dann sind wir sofort raus und das ist halt blöd. Wie so eine Art Vertrag. Deswegen, wir dürfen halt echt gar nicht. Wenn wir erwischt werden... Digga, die sieht aus wie meine Ex-Freundin. Die sieht aus wie Rebecca, Digga. Das könnte sie wirklich sein, sag ich dir. Sofort raus. Hä? Mann, ich schwöre, das ist sie. Das ist halt wirklich, glaube ich. Warte mal. Das ist halt wirklich. Hä, das ist sie wirklich. Das ist meine Ex-Freundin. Hä? Hä? Das ist sie wirklich. Warte mal. Hä, das ist sie. Das ist sie wirklich. Ich stehe mal ein Foto und sag mal, ey, bist du das? Ja. Bist du das? Da ist sie safe. Ich zeige auch immer Bilder von fremden, hübschen Frauen und sage dann, ja, da hatte ich was. Ach, Kevin, nice try. Ich weiß nicht, wie lange du mir zuguckst, Dr. Danger Donger, aber die Leute kennen meine Ex-Freundin, Rebecca. Ey, das muss ich ja nicht erfinden. Das ist halt wirklich so. Die sieht wirklich so aus. Ich nehme das eher als Kompliment. So ein auf, Kevin, danke, Bro. Und ist halt blöd. Wollt ihr sonst irgendwas sagen, irgendjemand grüßen? Ne, ich würde sagen, wir grüßen Kim, weil sie ihr den Freund ausgespannt hat. Und ja, Kim. Allgemein jedem den Freund ausspannen? Nein. Wird da noch was laufen? Nein. Wieso? Weil ich eine Freundin habe. Du hast eine Freundin? Ja. So. Und bei dir? Das ist genau dasselbe. Du hast auch eine Freundin? Ja. Ist eure Freundin eifersüchtig, dass ihr euch trifft oder so? Nee, das ist ja, wir kennen uns schon seit wir Kinder sind. Also das ist was anderes. Es ist ja nicht immer gleich eine Beziehung, nur wenn man homosexuell ist. Habt ihr schon sonst so Erfahrungen mit Drogen oder so? Nein. Nein? Nein. Okay, und du? Ich finde den ganz komisch, Digga. Du musst doch nicht sagen, also. Also Alkohol und so halt, ja. Aber jetzt keine krassen Drogen, nein. Okay. Ja, ist okay jetzt. Reicht eigentlich. Also du bist Single, ja? Mhm. Und das heißt, läuft gut? Passt. Also der Vermittler hat keine guten Vibes, ne? Der Typ hat damals mit dir auch alle Kissing Pranks gemacht. Aha. Ich habe genug Jungs, die was von mir wollen, aber ich halt nicht. Du nicht von denen? Mhm. Wieso? Keine Ahnung, nicht mein Typ. Oder allgemein will ich gerade nicht unbedingt eine Beziehung. Und wie oft triffst du so Jungs so? Warum musst du das fragen? Du musst doch nicht beantworten. Du kannst doch sagen, ja, will ich dich beantworten, keine Ahnung. Ja, ich hab männliche Kumpels, aber ich date jetzt gerade nicht so. Ja, also du bist nicht so eine, ne? Ich mag den Spruch nicht. Ja. Okay. Ich finde ihn, ey. Also, ich finde den wirklich super, super komisch. Hast du sonst Erfahrung mit Drogen oder so? Bisschen. Bisschen? Bisschen. Willst du erzählen oder nicht? Also, falls er das sehen sollte, guck mal, das ist gar nicht böse gemeint, aber eins, wenn mir zustimmt, die Videos haben nur, meiner Meinung nach, nur viele Aufrufe, weil es halt interessant ist zu sehen, was diese Leute sagen, aber er ist irgendwie so austauschbar. So, das hätte auch jemand anderes machen können und die gleichen Fragen stellen können. Man hätte es nur geguckt wegen den anderen. Es ist nicht, guck mal bei That's Me zum Beispiel, ne? Der macht lustige Sprüche, der ist cool so, sympathisch, den mag man. Weiß ich meine, aber bei ihm, ich finde ihn echt, finde ich irgendwie nicht cool. Nicht unbedingt. Das ist dein Outro? Dieses Minecraft-Intro ist dein Outro. Und weil es so krass ist, spiele das zweimal ab. Und lässt dann, ab 8 Minuten kann man übrigens mehrfach Werbung schalten, und lässt dann wirklich einfach nur schwarzes Bild laufen, um die 8 Minuten voll zu machen.
ist, also er lässt nicht nur zweimal das Intro laufen, um halt Zeit zu schinden, sondern macht auch einfach Black Screen. Bro, dann zieh halt aus irgendwelchen Szenen, zieh halt irgendwelche Szenen länger. Bruder, das sind 30 Sekunden, als hätte man nicht irgendwo 5 Sekunden hier mehr, 4 Sekunden mehr da machen können. Da hab ich schon mal ein Dislike für, sag ich ehrlich. Das ist, da geht ja gar nicht. Es ist Freitag, wieder mit den Nomis unterwegs. Ey, unterwegs, ja, ich werd angerufen von nem Bro. Er fragt, was geht grad, kippen grad paar Hülsen und wir hängen an nem Skatepark. Ey, yo, bis später, Peter. Es ist Freitag, wieder mit den Nomis unterwegs. Ey, unterwegs, ja, ich werd angerufen.